Und damit von Herzen, wie gewohnt, willkommen zu diesem Video. Heute ein ganz besonderes Video, denn heute ja, ist es eigentlich viel mehr ein Podcast, in dem es, wie du im Titel schon so ein bisschen erkennen konntest, um das Thema Männlichkeit im 21. Jahrhundert geht. Das heißt, Männlichkeit im Zeitalter von Feminismus, im Zeitalter von Pornografie und ja, ganz generell in einem Zeitalter des gesellschaftlichen Chaos. Und wir wollen uns in diesem Podcast auf einer tieferen Ebene dieser Männlichkeit annähern, in dem Sinne, als dass wir erkennen, dass wir letzten Endes, ganz egal ob Mann oder Frau, erstmal vor allen Dingen Mensch sind und letzten Endes beide Energien, sowohl die männliche, die positive, als auch die weibliche, die negative, in uns tragen und zu einem guten Leben letzten Endes auch beide Pole immer dazugehören, sowohl in einer Beziehung als auch im Alleinsein. Insofern ist der Podcast, ganz egal, ob du Single bist oder in einer Beziehung bist, wahrscheinlich ziemlich interessant für dich. Und ja, aufgenommen habe ich diesen ganzen Podcast mit Admir. Das heißt, er hat selbst auch ein kleines Projekt am Start, das wahrscheinlich in der Zukunft auch größer werden wird. Nennt sich Mehr Bewusstsein. Ganz, ganz feiner Kerl. Und ja, er hat mich in diesem Podcast so ein bisschen durch diese Themen hindurchgeführt. Das heißt, er hat mir einige Fragen zu diesem Thema gestellt. Und ja, meiner Meinung nach ist das Ganze sehr, sehr gelungen. Die Fragen waren sehr, sehr gut. Und insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Und falls du sagst, hey, du möchtest das Ganze nicht in Videoformat schauen, sondern möchtest das Ganze lieber auf deine Ohren haben, dann habe ich dir den Link zum Podcast unten in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, du kannst das Ganze sehr, sehr gerne auch auf Spotify anhören. Insofern würde ich sagen, ja, das erstmal dazu. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast. Falls du irgendwelche Erkenntnisse gemacht hast oder irgendwas teilen möchtest, oder ganz generell mal teilen möchtest, wie du das Ganze fandest, dann hau es gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich dir ja, viel Spaß beim Anhören, viel Spaß beim Zuschauen, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Nach dem Intro geht's los. Fünf große Visionen, setz deinen Fuß in das Licht, folg dir selbst und was du suchst, findet dich. Ja, hallo Maurice, schön, dass du hier bist. Ja, grüß dich, cool hier zu sein. Ja, wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, auch ein Thema, das wirklich gesellschaftlich auch gerade sehr relevant ist. Und da habe ich echt so viele spannende Fragen aufgeschrieben, die mich auch persönlich bewegen. Und da möchte ich echt mal mit dir hineingehen. Doch bevor wir das machen, einfach auch mal die Frage an dich, Maurice. Wer bist du? Und vielleicht so eine kurze Zusammenfassung, ja, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist als ja, männlicher, als Mentor für männliche Entwicklung. Ja, spannende Frage. Ist natürlich ein wilder Ritt gewesen letzten Endes, diese ganze Entwicklung, dieser ganze Prozess. Losgegangen ist das Ganze vor ja, ungefähr 8 Jahren. Also damals war ich so 18, 19, hatte gerade mein Abi in der Tasche, sage ich mal, habe mich aber innerlich absolut leer gefühlt und hatte, wenn ich ehrlich bin, absolut gar keinen Bock auf das, was mir da so bevorstand, weil das, was mir die Welt so versprochen hat, ja, auf mich keinen wirklichen Reiz ausgeübt hat, um es ganz salopp zu formulieren. Und ich hatte damals das Glück, weil es mir eben so schlecht ging, dass ich wirklich auch mich so körperlich auf die Suche begeben habe, so was es denn sein könnte. Also ich hatte damals wirklich auch so ja, psychosomatische Sachen, gerade so in Richtung Übelkeit und so weiter und so fort. Und hatte damals das Glück, dass ich über einen Physiotherapeuten gestolpert bin, der aber auch voll spirituell unterwegs war und der mir damals das erste Mal so wirklich die Augen geöffnet hat, dass es da im Prinzip hinter unserer für mich damals bekannten Welt wirklich auch noch was anderes gibt, was Tieferes. Ne? Und das war das erste Mal wirklich damals so ein Augenöffner, dass ich realisiert habe, okay, und da sind wir jetzt bei der Frage, in der Welt spiele ich natürlich den Maurice. Das heißt, bin ja als Maurice Merkert irgendwo geboren oder man hat mir diesen Namen gegeben, aber habe das erste Mal auch realisiert, okay, dahinter bin ich auch noch was Tieferes. Ne? Das heißt, es ist nur eine Rolle, die ich spiele. Und das hat mir damals ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben, mich auf meine eigene Suche zu machen. So. Das heißt, angetrieben von dieser Frage, wer bin ich denn eigentlich oder was bin ich denn eigentlich? Ja, gingen viele, viele Sachen los und das war unter anderem damals dann auch so der Zeitpunkt, wo ich halt eben über ja, die sogenannte NoFap-Bewegung gestoßen bin und darüber werden wir vielleicht gleich ein bisschen sprechen. Hintergrund der ganzen Geschichte, um es ganz kurz zu machen, ist letztendlich der Verzicht auf Pornografie, weil man oder immer mehr Männer heute, sage ich mal, realisieren, dass halt eben Pornografie wirklich ganz, ganz blöde Auswirkungen auf eine männliche Psyche haben kann, sogar auf den Körper haben kann. Und ja, gesagt, getan, habe ich das damals ausprobiert. Das heißt, wirklich mal für eine ganz, ganz lange Periode eben auf jegliche Pornografie
zu verzichten und dazu tatsächlich auch auf die Selbstbefriedigung. Das heißt, wirklich mal geschaut, okay, was macht das mit mir? Und das war damals so für mich wirklich so ein ganz krasser Katalysator. Dann habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht, weil mich dieses Thema so interessiert hat. Habe darüber damals sogar auch ein Buch geschrieben und das war, sage ich mal, so der Startpunkt, dass dann irgendwo auch eine bewusstere Reise losging. Und ja, daraus ist dann wirklich auch eben dieses Mentoring entstanden, weil halt damals wirklich auch Menschen auf mich zukamen, die ähnliche Themen hatten, wo ich teilweise dann halt eben schon die ein oder andere Herausforderung gemeistert habe. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, dieses Mentoring, sage ich mal, gegründet und habe das immer weiterentwickelt, ne? Und das bis zum heutigen Tage. Und daraus ist jetzt, wie gesagt, ein ja, ganzes Business entstanden und habe jetzt die letzten Jahre schon über 60 Männer wirklich auch eins zu eins betreuen und begleiten dürfen und natürlich daraus dann auch nochmal eine ganze Menge gelernt. Und ja, noch lange nicht am Ende, was diesen Entwicklungsprozess angeht. Stark, super. Da ist mir aufgefallen, ich habe deinen Namen ja gar nicht richtig ausgesprochen. Wie spricht man den richtig aus? Maurice, also Maurice. Wie ein O okay. Quasi. Genau. Okay, vielen Dank. Ja. Okay, super. Was ich auch interessant finde, ist deine Namensgebung mit dem Neo-Mentoring. Das geht ja auf diesen Film Matrix zurück, ist das richtig? Genau, auf der einen Seite geht es auf den Matrix-Film zurück, weil auch da. Ja, wie soll ich sagen, habe ich mich so voll damals mit Gänsehaut reinversetzen können, weil ich mich wirklich in meinem eigenen Leben, ohne dass ich damals wusste, dass dieser Film existiert, schon so ein bisschen wie in der Matrix gefühlt habe. Ne? Das heißt, auf der einen Seite habe ich gespürt, okay, wir leben hier in einer Welt, die irgendwo programmiert erscheint. Das heißt, auch wenn man oft mit Menschen redet, hat man das Gefühl, man redet da gar nicht mit einem wirklichen Wesen, sondern einfach so mit Art Programmen. Ne? Das hatte ich wirklich das Gefühl damals. Und ich habe mir dann, wie gesagt, gedacht, das kann nicht alles sein. Und dann hatte ich damals echt so eine Synchronizität, habe diesen Film empfohlen bekommen, habe ihn geschaut und habe gedacht, wow, okay, krass, genau so fühle ich mich in meinem eigenen Leben. Ne? Und inzwischen weiß ich halt eben auch, dass dieser Film wirklich eine tiefe Wahrheit transportiert. Dementsprechend konnte ich mich damit voll identifizieren. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich, weil Neo so aus dem Altgriechisch, Altlateinischen kommt, halt eben auch sowas wie etwas Neues bedeutet. Und dementsprechend spüre ich das halt eben auch, dass wir da gerade, sage ich mal, so an einem Zeitpunkt angekommen sind, wo wir eben wirklich auch eine neue Art der Menschlichkeit, vielleicht auch eine neue Art der Männlichkeit halt eben ja, leben wollen, ne? Und dass da irgendwas in uns ja, wartet, freigelegt zu werden. Ne? Dementsprechend so beide Kontexte, warum das Ganze Neo heißt, ja. Okay, verstehe, ja. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich den Film Matrix noch nie angeschaut, muss ich zugeben. Habe ich auf jeden Fall noch vor, weil ich es ja dann auch auf dem Weg, gerade wenn man sich auch mit dem Thema beschäftigt, nicht nur Männlichkeit, aber allgemein, stößt man schon hier und da mal über diesen Film oder über diese Metapher mit diesem Red Pill oder Blue Pill, ne? Genau, das ist etwas, was sehr oft verwendet wird heute, ja. Genau, und gerade dieser Neo-Part dann auch wieder so dieses vielleicht auch Loslösen von Illusionen darstellt. Ja, absolut. Also wenn man den Film so richtig interpretieren mag, da könnte man eine ganze Podcast, wenn nicht sogar zwei Podcast-Folgen aufnehmen. Okay, um es kurz zu machen, es geht halt eben vor allen Dingen so darum, dass man realisiert, dass man hier in etwas hineingeboren wurde, sage ich mal, dass es auch in uns lebt gewissermaßen und dass das wirklich wie so eine Art Programmierung ist. Ne? Das heißt, man muss sich einfach nur mal die Frage stellen, okay, was denke ich als nächstes? Man hat keine absolute Kontrolle über das eigene Denken und befindet sich, wie gesagt, in einer Art Programmierung, die wir auch als Gesellschaft eben alle bekommen haben. Und wir können ja auch insofern nur so weit prinzipiell denken, wie es unsere Sprache, wie es unsere Wörter eben erlaubt. Und ja, um es wie gesagt kurz zu machen, geht es halt vor allen Dingen um diese Art der Programmierung, um ja, letztendlich halt eben auch diese Erkenntnis, wer oder was wir vielleicht sind, wenn wir uns daraus lösen können. Ne? Und ja, das ist halt eben ganz, ganz spannend, weil ich glaube, immer mehr Menschen heute eben genau so ein Gefühl haben, dass halt irgendwie etwas nicht stimmt. Ja. Und dass man sich halt eben dann auf diesen Weg macht und ja, hinter diese Programmierung auch schauen möchte. Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, wobei ich wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen möchte, dass eine Programmierung ja erstmal nichts Schlechtes ist natürlich. Also das stimmt. Es ist halt, vielleicht geht es vielleicht gar nicht darum, diese Programmierung zu lösen, sondern halt zu verändern in einer dienlichen Art und Weise, oder? Also absolut. Ich meine, klar, das ist dann die Frage so, welchen Ansatz man in Anführungsstrichen verfolgt. Aber ich glaube, es ist zumindest wichtig, an einen Punkt zu kommen, wo man sich diesen Programmierungen insofern bewusst wird, ja, sodass man halt eben letztendlich realisiert, okay, das ist etwas, was da in mir passiert,
Aber ich bin das, was das Ganze wahrnimmt, ne? Und das gibt halt eben einem im Leben halt eben eine neue Möglichkeit, auch anderen Menschen neu zu begegnen, weil man halt eben auch anderen Menschen zugesteht, dass sie auch ihre inneren Programmierungen mit sich rumtragen, dass man sich aber lernen kann, halt eben dahinter zu begegnen, in Anführungsstrichen, ne? Das heißt, dass man beiden auch diese Ego-Programme, sage ich jetzt einfach mal, zugesteht. Die sind Teil des Lebens, definitiv. Aber dass man halt eben auch ein erweitertes, vertieftes Bewusstsein gewissermaßen etablieren darf, sodass man halt eben ja auch ein bisschen Abstand dazu gewinnt und sich dann halt eben auch, wie gesagt, freier begegnen kann und natürlich dann auch gemeinsam in Anführungsstrichen an einer neuen Programmierung ja arbeiten darf oder diese Programmierung transformieren kann. Absolut. Stark, ja. Nee, echt richtig schön formuliert, ja. Ja, das erkennt man halt auch sehr stark in Deutschland. Gerade wenn man auch mal Deutschland verlässt, dass man eigentlich alles so für Konditionierungen hat. Und bei mir war es ja auch so, ich war ja anfangs auch sehr atheistisch. Also ich habe gedacht, nee, Gott gibt's nicht oder sowas. Oder ich bezeichne es auch heutzutage auch ungern als Gott. Ich nenne es lieber Quelle, weil dieses Label ja schon so oft missbraucht wurde auch. Und da auch wieder mit diesem Thema Programmierungen, wenn wir da Glaubenssätze haben, Programmierungen, die uns selbst irgendwie einschränken und denen wir sagen, ja, das gibt es nicht, dann nehmen wir uns auch die Möglichkeit, das zu erfahren. Also das ist ja auch dieser Confirmation Bias, dieses Gehirn, das darauf wartet, diese Glaubenssätze, diese Programmierungen im Außen zu bestätigen. Deswegen ist es so wichtig, ja, wie du schon sagst, das erstmal zu erkennen. Und dann halt auch bewusst zu verändern, ja. Oder wie du schon sagst, auch auf der anderen Ebene dann erstmal zu merken, okay, ich bin nicht diese Programmierung, ich bin nicht dieses Programm, da ist eine gewisse Tiefe und die gibt dann auch wieder einen gewissen Raum, um dann auch etwas zu verändern, ja. Absolut. Okay, sehr schön. Dann kommen wir mal auf dieses Thema Männlichkeit zu sprechen und da hätte ich jetzt erstmal die Frage an dich. Was ist denn für dich Männlichkeit? Was ist denn für dich eine gesunde Männlichkeit? Wenn man sich jetzt erstmal nur das Wort anschaut, ist es natürlich erstmal ein Wort und dahinter stehen halt eben ja verschiedene Konzepte, ne? Das heißt, letztendlich, wenn wir realisieren, dass halt eben unsere gesamte Welt letzten Endes, und das kann jeder für sich, sage ich mal, auch gut nachreflektieren, letztendlich eine Welt der Dualität ist, ne? Das heißt, wir haben in dieser Welt immer zwei Pole. Auf der Erde haben wir halt eben Nordpol, wir haben Südpol, positiv, negativ. Und genauso haben wir halt eben auch in der Welt immer wieder andere Gegensätze. Ne? Das heißt, wir haben die Helligkeit, jetzt gerade scheint mir die Sonne ins Gesicht, wir haben die Dunkelheit in der Nacht, die Abwesenheit des Lichts. Und genauso ist es natürlich auch bei uns Menschen. Ne? Das heißt, wenn man sich jetzt einfach mal nur das Körperliche anschaut, haben wir auch da biologisch gesehen halt eben in Anführungsstrichen zwei Geschlechter, auch wenn das heute ja teilweise auch schon ein bisschen in Frage gestellt wird, aber rein biologisch gesehen kann man ja sagen, okay, es gibt zwei Geschlechtsmerkmale, es ist einmal der Penis, es ist einmal die Vagina gewissermaßen. Und das ist erstmal so das Grundfundament, mit dem man arbeiten kann, ne? Das heißt, dass es da zwei Polaritäten gibt und diese Polaritäten manifestieren sich gewissermaßen auch energetisch. Das heißt, auch energetisch ist es halt eben so, dass wir zwei Grundenergien haben. Das ist einmal eben die männliche oder positive, das ist einmal die weibliche oder negative. Und jetzt könnte man halt eben das auch weiterspinnen, dass halt eben, sage ich mal, das eine Art Austausch ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein starres System ist, dass jetzt nur der Mann im Prinzip immer nur den männlichen Pol verkörpern muss und immer nur in dieser positiven gebenden Energie drin ist, sondern das ist im Prinzip eine Art Wechselspiel. Aber man kann schon sagen, dass es in der Regel so ist, dass der Mann halt eben eher den männlichen Part verkörpert, das heißt eher mit dieser männlichen gebenden aktiven Energie gewissermaßen verbunden ist, dass die, ja, sage ich mal, ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und bei der Frau ist es halt eben eher so, dass die von Natur aus, auch wenn man sich dafür heute teilweise auch schon so ein bisschen rechtfertigen muss, wenn man das so formuliert, aber von Natur aus halt eher diesen empfangenden Part hat, ne? Das heißt, das sieht man ja auch schon letzten Endes dadurch, dass die Anatomie letztendlich so ist, dass der Penis gewissermaßen nach außen ausgewölbt ist oder eine externe Ausprägung hat. Und die Vagina gewissermaßen eher etwas nach innen gekehrt ist, eine Aushöhlung ist. Und dementsprechend hat der Mann halt eben unten was zu geben, was die Frau empfängt. Das ist vor allen Dingen Energie. So, und diese Energie ist in der Lage dazu, halt eben neues Leben zu gebären. So, und das ist immer das Grundprinzip, dass halt eben Männlichkeit immer auch in Wechselwirkung steht mit Weiblichkeit. Ne? Das heißt, letztendlich halt eben beide einander bedingen und nur beide miteinander gewissermaßen in der Lage sind, auch hier neues Leben
zu kreieren. Das heißt, ohne das andere könnte das andere gar nicht. Und das ist in der Welt immer dasselbe Prinzip. Und das hat mich, sage ich mal, in den letzten Jahren halt eben auch sehr angetrieben, dass man halt eben ja dieses dahinterliegende Prinzip auch verstehen möchte. Und vor allen Dingen auch da, letzten Endes, wenn wir jetzt wieder auf die Programmierungen zurückkommen, man sich halt irgendwie eingestehen muss, okay, letzten Endes ist es so, dass wir als Mann heute kaum noch jemanden haben, der uns da irgendwie mal an die Hand nimmt, in Anführungsstrichen oder metaphorisch verstanden, und uns sagt, hey, okay, so und so, in Anführungsstrichen, funktioniert das Leben, so und so funktioniert es, auch irgendwo Mann zu sein, so und so kann man irgendwo die Liebe in sich kultivieren. Das hat man heute alles nicht mehr. Das heißt, natürlich hat man eine Schulausbildung, aber so diese essentiellen Lebensfragen, die einen ab der Pubertät ja irgendwie maßgeblich einholen, vor allen Dingen, weil man dann dieses Interesse für das andere Geschlecht entwickelt, die hat man nicht mehr. Und das ist halt eben so genau das, warum ich mich dann in den letzten Jahren halt eben so damit beschäftigen wollte und eben dann auch feststellen musste, dass halt eben immer weniger Männer heute eigentlich wirklich wissen, was ist denn diese männliche Energie, wie kann ich denn damit arbeiten, wie kann ich die kultivieren, wie kann ich die pflegen, darf ich das überhaupt noch, weil wir natürlich heute auch in der Zeit leben, ja, wo diese Männlichkeit ganz oft dann auch irgendwie toxisch bezeichnet wird und so weiter und so fort. Ja, was aber letzten Endes am Ende des Tages erstmal vollkommener Bullshit ist. Ich meine, klar, es gibt Ausprägungen, die können toxisch werden, definitiv, aber das könnte man auch bei allen anderen Ausprägungen in Anführungsstrichen sagen, ne? Und dementsprechend, um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ist es vor allen Dingen bei Männlichkeit, glaube ich, so, dass dahinterstehend vor allen Dingen ein energetisches Grundprinzip erachtet werden kann und dass man dieses energetische Grundprinzip vor allen Dingen verstehen, fühlen kann und dann halt eben auch verkörpern lernen kann, um damit halt eben ein erfüllenderes Leben als Mann zu leben und vor allen Dingen auch die Liebe letzten Endes, die uns alle irgendwo auch antreibt, ja, wirklich auch mehr verkörpern zu können und dann auch potenziell mit einer Partnerin, mit einem anderen Menschen ja ausleben zu können. Okay, verstehe, ja. Also es geht dann vor allem auch auf diese Grundprinzipien zurück, wie du schon sagst. Diese feminine Energie, diese maskuline Energie, dass es ein Zusammenspiel ist und diese Eigenschaften von femininer Energie eher dieser aufnehmende Teil ist, dieses Reflektierende, dieses Emotionale und das Männliche eher dieser gebende Part, dieses Feuer, diese Struktur, diese Logik ist. Und dass das erst einmal in jedem von uns verankert ist, in einem unterschiedlichen Ausmaß. Und dass, ja, dass dieses gesellschaftliche Konzept ja oft auch so ist, okay, eine Frau muss dann hauptsächlich maskulin sein und da ist ein Ungleichgewicht vielleicht auch eine Tendenz zur maskulinen Energie und bei Männern umgekehrt. Wobei ich auch sagen würde, dass es bei uns ja auch so ist, dass wir auch eine sehr ausgeprägte feminine Art und Weise haben. Gerade wenn man im Coaching- oder Mentoring-Bereich unterwegs ist, natürlich ist es auch wichtig, sehr reflektierend, emotional, empathisch zu sein und dass wir das erstmal komplett verkörpern dürfen, ja, dass wir das erlauben dürfen. Absolut. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ganz wichtig zu verstehen, so dass man sich da nicht auf irgendwas ja versteift, in Anführungsstrichen, sondern eben wirklich realisiert, okay, man hat als Mensch, der wir nun mal auch sind, hinter unseren Dualität-Ausprägungen gewissermaßen, sind wir ja auch Mensch und können natürlich auch beide Energien gewissermaßen in uns verkörpern, ne? Und beide Energien auch in Anführungsstrichen nutzen oder uns drauf einlassen vielmehr, ne? Und das ist definitiv so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja eben gesagt, gerade in der heutigen Zeit, wo da so viel Unsicherheit und so weiter und so fort besteht, ist es schon auch so, dass es sehr, ja, mal kraftspendend sein kann, dass man auch mal diesen einen Part halt irgendwie so ein bisschen erforscht. Und das ist natürlich ein Balanceakt, weil, wie gesagt, so mit dem Thema Männlichkeit kommen direkt irgendwelche Assoziationen, dass man halt sich irgendwie vorstellt, okay, das ist jetzt ein Mann, der irgendwie muskelbepackt ist, das ist jetzt ein Mann, der irgendwie macho ist oder sonst irgendwas. Und daher rührt ja wahrscheinlich auch so dieses Ganze heute ja sehr aufgebrachte, so Männlichkeit ist toxisch, was aber letzten Endes, wie gesagt, ja einfach auch nur irgendwelche Stereotypen sind, die meiner Meinung nach halt auch ja durchaus abgelöst werden können. Das heißt, dafür stehe ich ja auch ein mit diesem Neo-Man, das heißt eine neue Art der Männlichkeit, dass man halt eben versteht, okay, Männlichkeit ist nicht toxisch, ganz im Gegenteil, die ist ganz, ganz wichtig, aber es ist durchaus an der Zeit, diese Männlichkeit auch nochmal gewissermaßen neu definieren zu können, neu einordnen zu können und ja einfach auch zu zeigen mit lebendem Beispiel, dass Männlichkeit im Gegenteil nicht toxisch ist, sondern absolut göttlich, ne, wenn man sie neu interpretiert und dann auch neu verkörpern kann. Ja. Stark. Was sind für dich so die größten Herausforderungen in der männlichen Entwicklung?
Ja, das sind natürlich auf der einen Seite halt irgendwo diese, wie soll ich sagen, diese Oberflächlichkeit, sage ich mal, die wir in der Gesellschaft heute auch immer noch zu großen Teilen haben, vor allen Dingen in unseren Rollenverständnissen, in Anführungsstrichen, ne? Das heißt, das war bei mir in den letzten Jahren immer oft so dieser Kontrast, und das weiß ich inzwischen auch, dass das viele andere Männer so fühlen, dieser Kontrast zwischen dem, was man innerlich für sich selbst vielleicht macht, dieser ganze Entwicklungs- und Reifeprozess, dieser Forschungsprozess, der da innerlich stattfindet, und dann wieder rauszugehen, in Anführungsstrichen, in die normale Welt, vielleicht in den Beruf, in was auch immer, und da sage ich mal auf einmal so, ja, wieder komplett reingezogen zu werden in sehr, sehr viele unbewusste Autopilotenprogramme, in eine Begegnung, die ja einem dann irgendwie nicht so wirklich viel gibt. Und ich glaube, das ist heute eben so ein Kunststück, dass man halt irgendwo ja, diesen Spagat schafft, ne? Das heißt, dass man sich selbst halt irgendwie festigt und dann halt irgendwo auch mutig genug ist, dieses neue Bewusstsein, dieses neue Selbstverständnis irgendwo auch reinzutragen in die Welt. So, das heißt, ganz egal, in welchem Beruf man dann da drin steckt, ganz egal, in welchem Umfeld man ist, das ist, glaube ich, heute für viele eine Herausforderung, dass man halt eben da noch einen krassen Kontrast hat, wo man noch nicht weiß, wie kann ich den jetzt irgendwie verbinden oder wie kann ich den so ein bisschen ausbalancieren. Das auf der einen Seite, das heißt, da dann wirklich auch Räume zu schaffen, wo man dann vielleicht irgendwo auch in bewusster männlicher Gemeinschaft das Ganze mal so ein bisschen stabilisiert, das Ganze mal erforscht, sodass man halt irgendwie auch mit neuem Vertrauen dann in die Welt gehen kann und in der Welt, sage ich mal, so ein bisschen auch einen Riss in der Matrix ja, reinbaut oder wie nennt man das denn, rein, du weißt, was ich meine, das heißt, einen Riss in der Matrix entstehen lässt. Und ja, das ist, glaube ich, auf der einen Seite die Herausforderung und auf der anderen Seite, glaube ich, auch durchaus heute das Zusammensein immer noch mit dem anderen Geschlecht, mit der Frau, das heißt vor allen Dingen Partnerschaft, Beziehung. Ich glaube, das ist natürlich nach wie vor, das ist wahrscheinlich schon in der gesamten Menschheitsgeschichte. Vielleicht war es irgendwann mal anders. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es ganz am Anfang mal anders war. Aber ja, jetzt ist es natürlich so, dass wir da so ein bisschen aus dem Paradies rausgefallen sind, ne? Das heißt, dass ja, wir irgendwie so merken, okay, auch wenn wir in einer längerfristigen Beziehung sind oder auch wenn wir in der Kennenlernphase sind, ist dieses, wie begegne ich einer Frau, wie kann ich eine bewusste Beziehung dort dann auch etablieren, entstehen lassen, das ist natürlich für viele Leute auch so eine der Grundherausforderungen letzten Endes, ne? Das heißt dann letzten Endes vor allen Dingen in der Begegnung, in Beziehung sein, ne? Sowohl mit der Welt als auch mit der Frau. Und vielleicht als Drittes dann auch durchaus mit sich selbst, ne? Das heißt, das gesamte Leben ist ja in Beziehung stehen mit den verschiedenen Komponenten, mit den verschiedenen, ja, Ausprägungen. Und das ist, glaube ich, so das, was heute für die meisten eigentlich so die größten Herausforderungen dann letzten Endes beinhaltet. Okay, verstehe, ja. Ja, du erwähnst jetzt vor allem auch sehr viel oder diesen Bezug auch zur Matrix, sage ich jetzt mal, oder zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Da können wir gerne mal hineingehen. Da will ich dir mal die Frage stellen, wie hat sich da diese Bedeutung der Männlichkeit im Laufe der Zeit auch im Kontext der Gesellschaft verändert? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage, weil dieser ganze Entwicklungsprozess letztendlich ja, vielleicht irgendwann in den 1960er, 1970er Jahren so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Allmählich so, jetzt in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahrzehnten natürlich dann vor allen Dingen durch die feministische Bewegung so ein bisschen auch Platz gefunden hat in der Gesellschaft. Erstmal vom Grundprinzip finde ich diese feministische Bewegung absolut nachvollziehbar. Ich finde es auch irgendwo voll cool, dass Frauen natürlich irgendwo auch für sich selbst einen neuen Platz in der Gesellschaft einfordern, sodass man halt auch Frauen nicht mehr einfach nur in Anführungsstrichen auf die Rolle, die der Mann ihnen zuteilt, letztendlich reduziert. Da bin ich absolut d'accord. Das Finde ich stimme auch ich auch wichtig, ja. 100% ein. Finde ich auch absolut gut. Allerdings muss man natürlich da ein bisschen differenzieren, dass wenn es auch da letztendlich in so eine radikale Art des Feminismus geht, wo im Das ist Prinzip dann extrem, ja. genau dieses gesamte Männliche auch ja sehr pauschalisiert wird und sehr halt irgendwo ein bisschen auch verteufelt wird. Und das sieht man ja heute vor allen Dingen auch in Film und Fernsehen. Das heißt, oft werden Männer heute, sage ich mal, in ihren Rollen so ein bisschen als der Schwache, der Dumme, der wie auch immer ein bisschen dargestellt. Das heißt, auch da in so eine Ecke gestellt, wo halt eben ja diese eigentlich, wie gesagt, göttlichen Grund
Themen, die das Männliche auch auszeichnen. Du hast es eben angesprochen: Klarheit, Struktur, Ordnung, aber irgendwo auch dieses Mutigsein, ne? Das heißt, irgendwo auch für Ideale einzustehen und die auch zu verkörpern, die Familie zu beschützen, für die Familie zu sorgen, all das. Aber auch, wie gesagt, letztendlich selbst irgendwo was Geistiges in diese Welt hineinzutragen, was dann vielleicht irgendwo, ja, ein Funken versprüht, der auch auf andere Menschen überträgt. All das natürlich dann irgendwo, ja, pauschalisiert abzuwerten und zu sagen, so, da steht ganz oft, sage ich mal, so ein negatives Eigeninteresse dahinter oder sowas. Das ist natürlich meiner Meinung nach absoluter Bullshit, ne? Und wie gesagt, diese Entwicklung ist aber sehr, sehr komplex, ne? Das heißt, da stecken natürlich verschiedenste Interessengruppen dahinter. Will da jetzt gar nicht zu sehr in irgendwelche Agenten reingehen, aber das ist definitiv schon so, dass das sich abzeichnet, dass halt eben auf der einen Seite wir, ich sage jetzt mal wir, in Anführungsstrichen, die sich mit Bewusstsein beschäftigen, die halt eben sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die generell merken, okay, ich möchte da irgendwie mich selbst entwickeln und möchte irgendwie ein freieres Leben, bewussteres Leben führen, die auf der einen Seite das auch irgendwie schaffen, aber auf der anderen Seite halt eben, das habe ich eben gemeint, so mit der gesellschaftlichen Entwicklung schon auch merken, dass da irgendwelche entgegengesetzten Kräfte fast schon wirken. Das heißt, wenn man sich das jetzt anschaut, ist es ja nicht von Hand zu weisen, dass halt irgendwo, ja, viel dafür getan wird, in Anführungsstrichen, dass halt eben der Mensch irgendwo auch ein bisschen in Anführungsstrichen schwach gehalten wird, ne? Das heißt, wenn man sich jetzt auch mal die Ernährung anschaut, wenn man sich einfach mal auch die hormonelle Entwicklung anschaut, zum Beispiel des Testosterons, das in den letzten Jahrzehnten, also vor allem in den letzten ein, zwei Jahrzehnten einfach drastisch gesunken ist, was ja auch gar kein Wunder ist, ne? Das heißt, wir haben heute ganz oft nicht mehr unbedingt die beste Ernährung. Wir haben ganz viel Stress, ganz viel Umweltbelastung und so weiter und so fort. Und ja, das sind natürlich alles Entwicklungen, wo dahinter stecken natürlich auch irgendwie was passiert. Das spüren auch immer mehr. Und ja, letztendlich geht es jetzt natürlich darum, sich da zu befreien, in Anführungsstrichen, diese gesellschaftlichen Entwicklungen anzuerkennen, aber sich halt eben da jetzt nicht als Opfer der Umstände, sage ich mal, zu fühlen, sondern sich, wie gesagt, zu befreien und zu sagen, okay, es gibt da auch eine andere Bewegung, der schließe ich mich in Anführungsstrichen an, und dass man halt eben, ja, jetzt mit neuem Beispiel vorlebt, dass halt eben Männlichkeit nicht toxisch ist, sondern dass halt eben echtes Mannsein letztendlich halt eben genau wie echtes, in Anführungsstrichen, Frau sein oder darüber stehend echtes Menschsein letztendlich halt eben genau das ist, worum es geht. Und echtes Menschsein basiert nun mal aus diesen beiden Grundenergien, in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht als Opfer der gesellschaftlichen Entwicklung empfindet, weil die Gesellschaft ist im Moment sehr durcheinander, habe ich das Gefühl. Ne? Das heißt, Absolut. ja, wir teilen uns auf in so viele Unterrubriken. Ne? Das heißt, auch dieses ganze LGBTQ, und da kann man heute noch so viele Buchstaben zu ergänzen. Auch das, ich will das gar nicht irgendwie kritisieren oder sowas, aber man muss verstehen, dass man sich, je mehr man sich in ein Konzept hineintunken lässt, gewissermaßen. Das heißt, je mehr man sich dann mit einem kleinen Buchstaben und dahinter steckendem ganzen Konzept nur damit identifiziert, dass man sich letzten Endes damit selbst in eine Art Wahrnehmungsgefängnis sperrt. Das heißt, dass man selbst letzten Endes sich damit teilen lässt in ganz viele unterschiedliche Teile, ohne dabei vielleicht noch präsent zu haben, dass wir letzten Endes alle aus derselben Energie kommen und dass wir letzten Endes alle miteinander verbunden sind. Und je mehr man das Ganze aufteilt, ja, desto aufgeteilt man ist man letzten Endes. Und dann sieht man das ja gerade so, hat man immer mehr oder immer weniger Gemeinsamkeiten, immer weniger Schnittmengen. Man ist immer mehr in irgendwelchen letzten Endes gar nicht so wichtigen Diskursen gefangen, ohne einfach mal so darüber steigen zu können, weil wir dieses Bewusstsein, nicht alle, wie gesagt, aber immer mehr Menschen dieses Bewusstsein letztendlich verlieren und immer mehr reingezogen werden in diese Programme, in diese unterschiedlichen, ja, wie gesagt, Mind Games letzten Endes. Nichts anderes ist es, ja. Und wie gesagt, das ist halt eben so eine Entwicklung, die verfolge ich. Wie gesagt, einiges kann ich davon absolut verstehen, aber kann da für mich halt eben sagen, dass ich mich da nicht so teilen lassen möchte und dass ich da auch jetzt irgendwie nicht, ja, mich auf irgendwas Toxisches konzentrieren will, sondern einfach leading by example, letztendlich halt eben mit dem Positiven beschäftigen möchte. Ne? Ja. Hey, ohne Scheiß, ich bin echt beeindruckt von deiner Ausdrucksweise. Ich finde es echt mega, wie du das ausdrückst. Vor allem, wie möchte ich sagen, dass du halt einfach auch gewisse Beobachtungen erwähnst, ohne dann halt direkt in die Interpretation zu gehen. Ich denke, das ist halt bei vielen Menschen auch gerade der Fall, so weil ja, es gibt gewisse Agenten, beziehungsweise es gibt, es lässt sich nicht leugnen, dass Menschen Interessen haben erstmal. Absolut. Und dass dieses Thema Macht
auch wieder Folge dem Geld und so weiter, auch wieder so ein Absolut. Thema ist, dann auch vielleicht dieses Thema Teile und herrsche, einfach auch Ich schon wollte es seit nicht tausend. aussprechen, aber genau das ist es, Jetzt ja. habe ich jetzt ausgesprochen, ja, dass es einfach schon seit tausenden von Jahren funktioniert, mehr oder weniger. Und da muss man jetzt erstmal nicht, wie gesagt, jetzt voll in die Interpretation gehen und irgendwelche Theorien auspacken. Das ist ja gar nicht notwendig, sondern einfach mal versuchen, das Ganze erstmal klar zu beobachten. Weil selbst wenn man dann wieder vielleicht, sagen wir mal, sagt, ah, das ist jetzt dieses Interesse, dann fällt man ja selbst auch wieder vielleicht in so eine Kategorie hinein oder selbst Absolut. in so eine Schublade und dann hat man wieder, dann nimmt man sich selbst dann wieder die Möglichkeit, die Welt so klar wie möglich zu betrachten. Also dann auch es ist so wichtig, einfach diese Klarheit zu kultivieren in sich. Also eine gewisse Weitsicht, vielleicht auch eine frische Beobachtung zu haben auf das, was passiert und sich da nicht so zu verlieren. Und das ist natürlich absolut alles andere als einfach natürlich. Vor allem, Absolut. weil wir ja so überschüttet werden von Informationen. Ja, ganz spannendes Thema auch letzten Ja. Endes, dieses dann mal rauszuziehen, ne? Also sich Ja. mal so ein bisschen auszuplaggen, sage ich mal. Und ja, da wird man merken, so, ne? Was man da alles unbewusst vor allen Dingen aufgenommen hat im Laufe der Jahre. Und ja, das ist kein einfacher Prozess, aber das ist halt eben genau das, was es letzten Endes ja irgendwo braucht, in Anführungsstrichen. Dass man einfach mal wieder klar sehen lernt. Ne? Und das ist halt einfach eine Kunst, die ja heute immer mehr verloren geht, weil da sind wir bei diesem Teil- und Herrsche-Prinzip halt eben. Ist natürlich irgendwo einfacher, ist einfach so in eine Schublade sich irgendwie so. Das macht man gar nicht bewusst, sondern es ist einfach ein unbewusster Prozess, wo man sich dann Ja. einfach reinziehen lässt und dann einfach einen Standpunkt hat, den man vertreten kann, sage ich mal. Ne? Aber ja, letztendlich, wie gesagt, wenn man ein freies Leben leben möchte, dann realisiert man halt irgendwann, früher oder später so, dass halt eben auf dieser Welt ganz viele verschiedene Meinungen koexistieren können, dass das gar kein Problem ist. Es gibt auch ganz viele Ansätze, Absolut, wie man was absolut. verfolgen kann, in Anführungsstrichen. Und die Kunst besteht halt eben so darin, trotz allen verschiedenen Meinungen weiterhin dieses Bewusstsein zu pflegen, dass wir trotzdem in gewisser Weise, nicht nur in gewisser Weise, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind, ne? Und dass alles miteinander in stetigem Austausch steht. Und ja, das, glaube ich, so dieser Weg sein kann und auch sein muss, dass wir da wieder zueinander finden, ne? Und realisieren, dass wir halt eben keine Feinde sind, ganz egal, welches Weltbild wir da vertreten, sondern Absolut, dass wir ja. letztendlich halt eben zusammen halt ja, eine schönere Welt gestalten können, als wir das tun, wenn wir halt irgendwo ja, uns da in irgendwelche krassen Konzepte reinziehen lassen und uns dann irgendwie gegenseitig ja, feindlich gegenüberstehen. Ja, so ist es ja. Und ja, ich habe das Gefühl, die Menschen haben irgendwo auch so, natürlich auch seit der Pandemie und dem Ganzen auch irgendwo verloren, die Fähigkeit verloren, sich von diesem Schwarz-Weiß-Denken abzulösen und auch andere Absolut. Meinungen anzunehmen und einfach auch mal zuzuhören, sich vielleicht auch zu öffnen, weil es da oft so, wie es auch vielleicht auch bei diesem Thema mit Männlichkeit und Weiblichkeit, oft da so verhärtete Fronten gibt und dann kommen wir einfach nicht weiter. Was ich dabei auch ultra interessant fand, ist so diese sehr feministische Bewegung, wie gesagt, wo wir auch sagen, okay, die darf ja absolut da sein und es hat definitiv eine Daseinsberechtigung, aber dieses Extrem dann einfach dann wieder auch sehr ungesund ist, aus meiner Perspektive. Und auf Absolut. der anderen Seite die Dualität dann kommt und beispielsweise so einen Andrew Tate mit ins Spiel bringt. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, was ist das jetzt auf einmal für eine Person, die dann auf einmal so das andere Extrem halt dann so füttert und mit Sicherheit hat auch einige Punkte, sagen wir mal, die beziehungsweise auch Beobachtungen gemacht von einer unterdrückten Männlichkeit oder Männlichkeit, die nicht gesehen wird, die auch gesehen und akzeptiert und geschätzt werden darf, genauso wie auch die Weiblichkeit. Aber dann auch wieder bei den Begründungen und Beurteilungen und wie er dann weitermacht, dann sich dann aus meiner Sicht absolut verliert. Und dann dieses andere Extrem, dieses andere ungesunde Extrem aus meiner Perspektive dann füttert, ja. Das ist Ja, sehr, sehr interessant, ja. absolut. Ist so. Ja, vor allem, weil man ja auch in Deutschland muss man echt sagen, wie vorsichtig da man sein soll oder muss oder je nachdem. Also gerade wenn man eine öffentliche Person ist, dann hat man es, glaube ich, wahrscheinlich echt schwer, da so irgendwie einfach seine Aussagen zu treffen, vielleicht auch einfach seine Meinung zu sagen. Absolut. Und da sieht man ja schon, ne, wie diese Programme letzten Endes auch wirken, diese Programmierungen letzten Endes, die man durch die Medien letzten Endes natürlich irgendwo auch immer wieder erhält. Wiederholung Ja. ist da letzten Endes halt der Schlüssel.
um Menschen dann irgendwo auch ja letztendlich in eine bestimmte Richtung gehen lassen zu können, obwohl man es vielleicht anders fühlt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die man absolut kritisch betrachten muss, dass man halt irgendwo realisiert, dass wenn man an einen Punkt angekommen ist, wo man letztendlich seine eigene Meinung gar nicht mehr, ohne dass man sich irgendwo ganz krass schon rechtfertigen und alles schon, alle Eventualitäten abdecken muss, dass da ja irgendwas passiert sein muss. Ja. Und das ist definitiv so, ja. Ist ja, also sehr, sehr fragwürdige Entwicklung auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sind gespannt, wo das Ganze hinführt. Wir hoffen mal, dass Absolut. das auf jeden Fall irgendwo dann wieder auch zusammenführt, beziehungsweise auch Menschen einfach dann trotzdem, andere Menschen einfach trotzdem auch mal mehr annehmen können für die Personen, ganz offen für die, die sie sind und auch mit deren Meinung, ja. Okay. Dann hätte ich auch eine sehr interessante Frage, in Bezug jetzt auch nochmal auf dieses Gesellschaftliche. Denn es gibt ja diese traditionellen Aspekte in der Männlichkeit und in der Weiblichkeit. Und wie können wir das auch fordern? Weil man entwickelt sich ja weiter. Man möchte ja vielleicht auch wenn einige vielleicht dieses alte traditionelle Weltbild verkörpern und deshalb für gut finden, weil es für sie funktioniert. Es ist ja nichts Schlechtes. Aber in einigen Aspekten entwickeln wir uns ja auch weiter. Also stelle ich nochmal diese ganze Frage, wie können wir ein Gleichgewicht zwischen der Wahrung traditioneller Aspekte der Männlichkeit, der Förderung einer modernen, gesunden und inklusiven Vorstellung von Männlichkeit finden? Ja, ich denke mal, dass viele klassische, in Anführungsstrichen, Rollenbilder oder viele klassische Merkmale dann auch von Mannsein oder von auch dem Zusammensein zwischen Mann und Frau letztendlich ja dadurch entstanden sind, dass man irgendwo verstanden hat, wie diese Energien in Anführungsstrichen wirken oder wie sie sich in Anführungsstrichen dann auch am wohlsten fühlen. Ne? Also das heißt, letzten Endes ist es ja so, wenn man sich das anschaut, dass das Männliche im Grundprinzip oft nach Freiheit strebt. So, das heißt, das ist der Grund, warum Fußballspiele so interessant für Männer sind, weil beim Fußballspiel ist es letztendlich so, das Spiel lebt von Spannung bis zu dem Moment, wo ein Tor fällt, dann entlädt sich die Spannung. Alle freuen sich, dann geht es wieder los, bis vielleicht das nächste Tor fällt. Und das ist für das Männliche das Faszinierendste, was es gibt, dass halt irgendwo das Leben spannend ist, bis es sich irgendwann wieder entlädt und man sich frei fühlt. Das ist dasselbe Prinzip auch beim Orgasmus. Das heißt, bis zum Orgasmus baut sich die Spannung auf, während dem Orgasmus entlädt sich die Spannung. So, beim Weiblichen ist es hingegen so, dass das Weibliche letztendlich sich am lebendigsten und am wohlsten vor allen Dingen dann fühlt, wenn in Anführungsstrichen die Liebe einfach blüht, das heißt, wenn eine Frau sich auch geliebt fühlt. Und letztendlich halt irgendwo, das ist wie gesagt so Teil dieser ganzen Entwicklung, ist es schon so, dass beide Parteien in Anführungsstrichen so ihre Räume haben, wo sie sich wie gesagt am wohlsten fühlen. Und wenn man sich das einfach mal so anschaut, ist es letztendlich so, wenn man weiß, okay, die Frau möchte in Anführungsstrichen geliebt werden, klar möchte der Mann auch geliebt werden, aber der Mann möchte vor allen Dingen auch Liebe geben können und dadurch letztendlich halt irgendwo auch in Anführungsstrichen in seiner Haut sich freier, wohler fühlen. So, und das ist halt heute so dieser schmale Grat, auf dem wir uns bewegen, das ist gerade angesprochen. Auf der einen Seite natürlich irgendwo haben wir ja immer noch in uns diese Rollenverständnisse, dass halt irgendwie die Frau in Anführungsstrichen vielleicht zu Hause bleiben sollte, sich ums Kind kümmert, der Mann halt irgendwie arbeiten geht und das Geld verdient. Und früher war daran wahrscheinlich auch gar nichts irgendwo auszusetzen. Das hat ja auch irgendwo in Anführungsstrichen funktioniert. Aber heute ist es natürlich so, dass immer mehr Frauen dann natürlich auch merken, okay, das kann nicht alles sein. Ich möchte irgendwie raus. So, aber letzten Endes muss man halt auch da aufpassen, weil wenn man jetzt, sage ich mal, alles in Frage stellt, ist es ja irgendwo so, dass wir uns jetzt in einem Chaos befinden, wo ja der Mann nicht mehr weiß, was Männlichkeit ist oder was der Mann machen soll und tun soll, die Frau vielleicht nicht mehr so ganz weiß, was ist ihr Auftrag, die sehnt sich nach mehr. Und das ist jetzt letzten Endes halt irgendwo, wo Kreativität gefragt ist, ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt per se irgendwo schlecht ist, wenn die Frau sich wirklich auch um zum Beispiel das Kind kümmert, wenn die Frau sich auch vielleicht ein bisschen mehr in Anführungsstrichen um die Erziehung kümmert. Aber das aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, wo halt eben der Mann jetzt letztendlich dann nicht komplett außen vor gelassen wird, sondern natürlich auch der Mann Zeit braucht für eine gute Erziehung. Ne? Und wenn man sich heute mal anschaut, wenn jetzt eben beide Vollzeit von Anfang an wieder relativ schnell arbeiten gehen sollen und das letztendlich ein Schritt in Richtung Freiheit ist,
muss ich mir so die Frage stellen, gerade bei den heutigen Jugendlichen und so weiter und so fort, die da auch immer mehr Studien das eindrucksvoll zeigen, dass im Prinzip man dann nicht mehr Zeit für sein Kind hat, sondern letztendlich sogar weniger Zeit für die Erziehung hat, ne? Weil beide jetzt im Prinzip frei sein wollen und beide arbeiten gehen wollen und sonst irgendwas, ne? Aber letztendlich kämpft man da ja dann für Ideale, wo es, glaube ich, ganz oft nur darum geht, dass man jetzt aus irgendeinem Mangel heraus, das heißt irgendwas, was einem eventuell vielleicht fehlt, dafür kämpft, dass man jetzt halt irgendwo, zum Beispiel die Frau, dann mehr arbeiten gehen kann oder frei sein kann, leben kann, wie auch immer, ne? Und dass der Mann sich gefälligst auch kümmern soll, was ja, wie gesagt, auch vollkommen okay ist. Aber ich glaube, dass man da halt eben einen kreativen neuen Raum braucht, sodass man jetzt nicht alles Alte, auch die ganzen alten Rollenbilder jetzt nicht direkt verunglimpft, sondern dass man schaut, okay, was davon ist denn vielleicht auch im Grundsatz gut? Also, dass man nicht direkt schon diese Abneigung hat, ja, alles Alte ist irgendwo schlecht, das muss abgelöst werden, dass man schaut, okay, prinzipiell, was davon ist vielleicht gut, was davon können wir auch heute irgendwo leben, aber was davon braucht vielleicht eine neue Art von Ritus, von Ritual, wie auch immer, ne? Und das sehe ich halt bei Männern vor allen Dingen, dass Männer, glaube ich, da heute wirklich auch einen Raum brauchen, wo sie sich einfach neu begegnen können, also wirklich auch mal ihre Masken fallen lassen können, das heißt einfach mal wieder realisieren, wer sind sie denn eigentlich unter ihren Rollen, um dann dieses neue Gefühl letztendlich auch mit in die Familie wieder tragen zu können. Und bei der Frau ist es letztendlich genau dasselbe. Das heißt, auch Frauen müssen da, glaube ich, wieder mehr Zugang zu ihrer femininen Energie bekommen. Und das geht, das merkt man ja jetzt gerade, wo ich es ein bisschen analysiere, Hand in Hand. Das heißt, wenn der Mann letztendlich da auch wieder mehr in seinen Pol kommt, mehr auch wieder die Ordnung schaffen kann, in Anführungsstrichen auch so ein bisschen die Kontrolle halten kann, dann kann sich die Frau ja gleichgültig auch viel mehr entspannen. Und dann im Prinzip dienen einander beide in einem größeren Ganzen. Das heißt, wenn der eine das gibt, was der andere vielleicht nicht so hat und sie das gibt, was er vielleicht nicht so hat, Bindung zu Emotionen und so weiter und so fort, ist das ja eigentlich so das, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, dass sich beide ergänzen und dass beide nicht so nur in ihrem Space denken und sich denken, boah, ich muss die Freiheit haben und ich muss, sondern dass beide mal wieder in diesem Wir mehr denken. Und letztendlich ist das ja auch das, das habe ich die letzten Jahre auch so analysiert, gerade auch so in meiner Altersstruktur, was immer mehr kommt, ist halt eben nur dieses Ich. Ne? Das heißt, man stellt immer nur seinen eigenen Willen in den Vordergrund. Wenn eine Beziehung irgendwie das ein bisschen ergänzen kann, dann schön. Wenn nicht, dann sucht man sich den Nächsten oder sucht sich die Nächste. So, und das ist, glaube ich, du hast es gerade auf die Gesellschaft angesprochen, diese in Anführungsstrichen Kompromissbereitschaft, dieses Hey, mal wieder zueinander finden. Und ich glaube, das ist halt eben ganz, ganz wichtig oder vielleicht sogar der Schlüssel letztendlich, um die Beziehungen heute auch wieder aushalten zu können und ja, dass die Beziehungen einfach auch wieder fruchtbaren Boden tragen. Ne? Das heißt, dass man sich wieder einander annähert und auch den anderen sieht, in dem Sinne, als dass der andere ja irgendwo in der Beziehung auch ein bisschen sich selbst verkörpert. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch der anlassgebende Punkt ist halt eben dann, du hast es ja gerade gesagt, diese inklusive neue Männlichkeit, also dieses neue Männlichkeitsbild, aber auch dieses neue Weiblichkeitsbild wieder zueinander findet. Und natürlich jede Partei seinen Space hat, wo sie auch mal komplett, sage ich mal, das ausleben kann und für sich selbst das Ganze irgendwo auch fühlen kann. Aber dass man dann im Zusammensein, im Zusammenfinden wirklich auch schaut, okay, wie können wir da jetzt halt eben eine gemeinsame Vision erschaffen und uns da halt eben auch immer wieder ja, in eine Richtung gemeinsam gehen lassen. Ne? Und da ist, glaube ich, Reflexion und Kommunikation so das A und O. Dass man halt auf der einen Seite in sich immer wieder schaut, okay, was fühlt man denn eigentlich? Wie fühlt man sich? Welche Gedanken sind da? Und dem anderen eben auch diesen Space zugesteht und dass man dann halt eben daraus neue Möglichkeiten entwickelt. Und ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren, weil da halt eben jeder Mensch natürlich auch vom Naturell, der eine vielleicht eher krasser im männlichen Pol drin ist, der andere vielleicht eher ein bisschen im weiblichen Pol, was auch okay ist. Aber dass man da halt eben wirklich lernt, ja, sich selbst auch wahrzunehmen und dann sich auch einzugestehen, was man denn vielleicht da jetzt als Ergänzung dann auch braucht. Ne? Und dann muss man darauf aufbauend letztendlich das entwickeln, was für einen dann auch irgendwo funktionieren kann. Wir haben ja vorher vor dem Podcast auch schon ein bisschen gesprochen und da gingst du dann auch so ein bisschen auf dieses Thema ein, wie vielleicht auch Frauen beeinflusst wurden im Kontext auch Beziehungen zu Männern. Wie siehst du das Ganze? Also siehst du da die Frau auch beeinflusst durch Medien und so weiter? Ja, absolut, weil, wie gesagt, letzten Endes ist ja das, was ich eben gesagt habe, so mit Empfänglichkeit, passiver Pol und so weiter und so fort, nicht so gemeint, dass man jetzt ein ganzes Leben irgendwie passiv leben soll. Ne? Aber gerade so im Zusammensein ist es halt irgendwo so, gerade zum Beispiel auch bei der Sexualität, dass es letzten Endes halt eben immer eine Art Polarität geben muss, fast schon. Ne? Das heißt,
Vor allen Dingen dann, wenn Pole entgegengesetzt sind, Plus und Minus, bestes Beispiel, nur dann sind sie zueinander hingezogen, angezogen. Ne? Das heißt, wenn beide im Prinzip Plus sind, stößt sich das sogar eher ab. Kann man mit jedem Magneten der Welt eindrucksvoll, sage ich mal, ja, reflektiert, bestätigt bekommen. So, und wenn es jetzt, sage ich mal, darum geht, dass auch Frauen natürlich heute durch diese gesellschaftliche Entwicklung beeinflusst sind, dann gilt das genauso wie für Männer auch, dass auch Frauen letzten Endes heute irgendwo auf einer neuen Suche sind, was ja, wie gesagt, vollkommen gut ist. Aber dass es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man auch da sich halt irgendwie eingesteht, okay, Männlichkeit an sich ist halt irgendwo genau wie Weiblichkeit jetzt in den letzten vielleicht sogar Hunderten von Jahren sehr verletzt worden. Ne? Das heißt, dieses Grundprinzip ist halt irgendwo in ihren Tiefen nicht mehr wirklich gesund. Und wir haben auch kollektiv gesehen, wahrscheinlich ganz viele Erinnerungen in uns, wo wir ja vielleicht auch gar kein positives Beispiel hatten, wo wirklich jemals in Anführungsstrichen Menschen oder auch ein Kollektiv jemals wirklich in Liebe gelebt hat. Das heißt, insgesamt leben wir ja eher gesellschaftlich in Angst davor, nicht genug Geld zu haben, in Angst davor, was weiß ich, irgendwann zu sterben. Also so viele Ängste, die da irgendwo auch geschürt werden, die Angst vom Unbekannten und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, das ist beim Thema Weiblichkeit halt letzten Endes dann halt eben so dieses große Ding, dass Frauen heute sich auch eingestehen dürfen, so dass man auch ab und zu wirklich einfach mal in Anführungsstrichen die Kontrolle abgeben darf, sich einfach auch mal entspannen darf und dass man dahinterliegend, hinter diesem Gefühl, dass man irgendwas leisten müsste oder dass man irgendwie nur dann wertvoll ist, wenn man jetzt auch im Job irgendwie krass ist oder nur liebenswert ist, wenn man sich jetzt so und so schminkt oder so und so auftritt und auch so und so irgendwie einen Intelligenzquotienten und sowas braucht. Also, dass man seinen eigenen Wert letzten Endes nicht davon abhängig macht, was man leistet, sondern dass man versteht, dass man als Frau letzten Endes auch schon so verdammt liebenswert ist. Das heißt, dass man auch, ohne dass man dafür was tun muss, sich letzten Endes in sein eigenes Dasein hinein entspannen kann. So. Und dementsprechend dann halt irgendwo auch, ich meine, das wäre jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber um jetzt bei diesem Punkt noch zu bleiben, letzten Endes dann auch versteht, dass Frauen nicht unbedingt, wie gesagt, was dafür tun müssen, sondern sich in dieses Sein einfach auch mal hinein entspannen können, um dann letzten Endes auch dem Mann irgendwo einen ganz anderen eine ganz andere Möglichkeit zu geben. Was jetzt natürlich erstmal wieder sehr, wie soll ich sagen, sehr konzeptuell erklingen mag, aber letzten Endes führt das beide ja in eine neue Art von Freiheit. Ne? Ich glaube, sehr viele Frauen sehen sich heute eigentlich danach, wirklich auch mal die Kontrolle wieder aufzugeben, sich mal wieder entspannen zu können, sich öffnen zu können. Und das heißt, wie gesagt, im Umkehrschluss ja nicht, dass man nicht trotzdem auch irgendwie einen geilen Job haben darf und irgendwie auch Erfolg anstreben darf. Aber es das heißt letzten Endes, dass diese Qualität, dieses, hey, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, dass das nicht davon abhängig ist. Ne? Und dementsprechend beim Mann ja letztendlich genau dasselbe. Ich meine, da kann man der Frau auch keinen Vorwurf machen. Letztendlich in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch, wie gesagt, Jahrhunderten, ist es halt irgendwo so, dass der Mann oft da auch, also wie gesagt, es gab auch immer gute Männer, so ist es nicht, aber oft kollektiv gesehen natürlich auch keinen Bärendienst erwiesen hat. Ne? Das heißt, gerade auch in der heutigen Zeit sind Männer auf der einen Seite natürlich auch sehr durch die Pornografie und so weiter und so fort beeinflusst. Das heißt, dadurch, dass man halt irgendwo die Frau dann begehrt, aber nicht wirklich liebt, in Anführungsstrichen. Oft ist es einfach nur dieses sexuelle, objektifizierte Begehren. Sondern natürlich fühlt sich die Frau da irgendwie dann innerlich, ohne dass sie es vielleicht wirklich weiß, nicht wirklich geliebt, sondern einfach nur ein bisschen ausgenutzt. Und dementsprechend ist, glaube ich, dieser Heilungsprozess auch etwas, was in beiderseitigem Verständnis geschehen muss, wo man sich mit beiden Parts auch irgendwo beschäftigt und einfach schaut, okay, wie können wir das Ganze jetzt halt irgendwie transformieren? Wie können wir uns da aus diesen fehlgeleiteten Abhängigkeiten irgendwo so ein bisschen draus befreien und einfach wirklich wieder lernen anzukommen? Ne? Das heißt, wirklich mal wieder bei uns selbst anzukommen. Und ich glaube, das ist halt eben auch schon so ein bisschen diese Lösung. Ich habe es ja eben gesagt, wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass man sich wirklich auch mal lernt auszuplacken aus diesen ganzen vorgefertigten Meinungen. Und oft ist es einfacher, als man denkt. Ne? Das heißt, wenn man wirklich mal wieder ein bisschen einen einfacheren Lebensstil lebt und sich so ein bisschen aus diesen ganzen Overloads rausbefreit, dann kommt man auch relativ schnell wieder zu einer Natürlichkeit. Ne? Und das kann, wie gesagt, der Weg sein, dass wir halt eben da auch mal wieder dann zueinander finden, sowohl die Frau als auch der Mann. Und ja, du merkst, das ganze Thema ist natürlich schon sehr Es komplex, ist wirklich komplex, ja. aber letztendlich ist halt irgendwo auch das, worum es ja wahrscheinlich sogar geht, weil letztendlich halt eben machen wir uns nichts vor. So diese Beziehung, diese Dynamik, diese Anziehungskraft zwischen dem männlichen und dem weiblichen, schon auch das ist, was diese ganze Welt natürlich auch extrem antreibt und beeinflusst. Ne? Und dementsprechend, wenn man da wirklich auch forscht und das Ganze irgendwo versucht auszuheilen,
halt man mehr aus als nur die Beziehung, sondern halt letztendlich auch irgendwo ja, so diese Grundpolarität aus. Und ja, ist letztendlich dann auch in der Lage, wahrscheinlich wieder mehr in die Kraft zu kommen, mehr in die Liebe zu kommen. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, jetzt ist mir tatsächlich noch dieser Punkt eingefallen, den ich vorher noch erwähnen wollte, was du auch erwähnt hast mit diesem Fokus auf ich. Ich möchte ja vorankommen. Und was ich da halt auch sehe in diesem ganzen Chaos, ist schon auch eine gewisse Gestörtheit, dadurch, dass wir uns einfach auch so sehr von der Natur entfernt haben. Weil das Ganze, die ganze Thematik auch mit dem Gesellschaftlichen ist ja trotzdem nochmal ein anderes Thema jetzt am Dorf, als jetzt in der Stadt das ein Thema ist. Im Dorf ist ja trotzdem nochmal diese Gemeinschaft einfach nochmal mehr gegeben, muss man einfach sagen, zumindest halt auch in größerem Maße. Und die Menschen sind schon auch mehr noch auf dieses Wir konditioniert, wobei es in Deutschland trotzdem noch tendenziell trotzdem eher dieses Ich ist. Ich möchte vorankommen. Ich habe jetzt auch letztes Jahr ein halbes Jahr in Mexiko gelebt und die Menschen waren nochmal sehr, sehr viel mehr wir konzentriert und sehr viel mehr gebend. Und da habe ich erstmal gemerkt, okay, wie dieser Vergleich auch zu diesen deutschen Konditionierungen, okay, man hat grundsätzlich nochmal mehr Privatsphäre, ein bisschen mehr Distanz und so weiter, was das auch so für eine Auswirkung hat. Aber gerade in dieser Welt, westlichen Welt, dieses Ich einfach so groß geschrieben wird. Und ich glaube, das im Zusammenhang mit dieser Entfernung von der Natur, dass es einfach zu einer Gestörtheit führt, weil ich glaube, der Mensch nicht so, sagen wir mal, konzipiert ist, sondern der Mensch ist dafür konzipiert, mehr oder weniger in einer Gemeinschaft zu leben und zu geben und in einer Symbiose, in einer Synergie zu wachsen und zu geben. Und ich glaube, das würde auch zu der absoluten Erfüllung des Ichs führen irgendwo. Ja, das sehe ich. So darf, was regt das so in dir an? Siehst du das auch irgendwo wieder? Absolut. Also ich gehe auch mit diesem Begriff der Gestörtheit absolut mit. Ne? Das heißt, aber auch das letzten Endes natürlich gefördert durch Social Media, wo man natürlich irgendwo sich selbst darstellen lernt, wo es halt irgendwo um den Vergleich, vor allem unbewusst auch geht, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht. Man ja. beginnt sich natürlich dort irgendwo zu vergleichen und wir leben da in einer Welt, wo natürlich dann auch immer noch, immer oft so das, was einem vermeintlich noch fehlt, dargestellt wird. Auch die Persönlichkeitsentwicklung letztendlich ist nichts anderes. Ne? Das heißt, auch da geht es oft halt irgendwo nur darum, in die Zukunft noch besser zu werden, das noch und das noch und das noch. Und letztendlich immer weg von dem, was man jetzt eigentlich ist. Ne? Und das ist letztendlich halt ja, ein Grundübel letztendlich unserer heutigen Gesellschaftsform, aber auch schon letztendlich immer, weil Menschen ja vor allen Dingen dadurch letztendlich kontrollierbar werden, wenn man sie in Getrenntheit hält. Ne? Das heißt, wenn man sie in dieser Isolation und in seiner eigenen Wahrnehmungsblase letztendlich hält. Ne? Das heißt, wenn der Mensch einfach nur in seiner eigenen Blase lebt, wo er die fünf Sinne hat und diese Blase letztendlich aber einfach nur sehr, ja, auf eine bestimmte Art und Weise programmiert ist, dass man halt die Welt auch nur so sieht, wie man sie halt irgendwo sehen soll, ist es ja klar, dass jeder Mensch irgendwo leidet, jeder Mensch ist da irgendwie auf sich selbst bezogen einen Ausweg sehend, aber ganz oft führt dieser Ausweg vermeintlich dann einfach in eine vollkommen falsche Richtung, weil der Weg liegt dann gar nicht so sehr in noch mehr und noch besser und noch höher und noch schneller und noch krasser, sondern liegt letztendlich halt wirklich darin, dass man erkennt so, worin man sich gerade eigentlich befindet, ne? Und dass man hier und jetzt halt irgendwo auch lernt, sich wieder zu öffnen und vor allen Dingen auch in sein Herz reinzukommen. Ne? Das heißt, wirklich auch mal wieder vom Denken, vom immer mehr und Ego letztendlich wirklich mal wieder in das Teilen. Ne? Und das ist halt irgendwo auch so, dass, wie gesagt, so vieles führt einen heute entweder in die Angst oder in eben dieses Getrenntsein, in dieses keine Macht haben, keine was weiß ich haben. So, und deswegen habe ich eben auch bei dieser Herausforderung ja gesagt, ne, dieses, wenn man da wieder rein in die Welt geht, ist das für viele Leute die Herausforderung, halt irgendwo dann nicht den Glauben zu verlieren, weil man sich denkt, boah, ich bin von allen da getrennt und die sind ja alle einfach nur so, sondern da halt wirklich dann im Prinzip wirklich wieder so kleine Oasen entstehen zu lassen, zueinander zu finden, damit diese Trennung auch irgendwie so ein bisschen aufzuheben und ja, dann wieder zueinander zu finden, absolut. Und ja. Wie gesagt, das Thema ist halt ja, sehr, sehr spannend, aber letztendlich halt irgendwo oft Menschen gemacht, in Anführungsstrichen, weil man sich dieses eigene Gefängnis oft unbewusst selbst aufrechterhält, ohne es, wie gesagt, zu merken. Und das ist, wie gesagt, das, warum ich am Anfang
Deswegen ist diese Matrix-Metapher so spannend, Ja. weil es oft tatsächlich um dieses Erkennen geht, ne? Um dieses Erkennen so, wo drin bin ich selbst denn eigentlich so eingesperrt und warum halte ich das selbst vor allen Dingen auch aufrecht? Ne? Das ist oft eine spannende Frage. Und ja, warum hat man Angst davor, sich letztendlich da auch weiter zu öffnen? Und wenn man da in diese Fragen mal reinspürt, da kriegt man auf jeden Fall irgendwo auch eine Richtung und ja, kann auch einiges in sich selbst wahrscheinlich erkennen. Und das ist nicht immer einfach, aber langfristig sehr, sehr lohnenswert. Ja, absolut spannend, ja. Vor allem auch, ja, mit den Entwicklungen in Bezug auch auf die Persönlichkeitsentwicklung, was du erwähnt hast, und diesen immer mehr und mehr wollen. Da ist halt auch die Intention dahinter einfach auch so wichtig. Okay, wieso möchtest du das? Ich denke, jeder oder das Universum an sich strebt nach Expansion, nach Wachstum, und es ist ja eine schöne Sache, und Persönlichkeitsentwicklung kann auch die Lebensqualität unheimlich erhöhen. Aber ja, man fängt dann an zu laufen, und deswegen ist dann, finde ich, auch die Spiritualität in Bezug oder in Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung, wo es natürlich auch miteinander verwoben ist, so wichtig, um auch den jetzigen Moment zu genießen und nicht vergessen, ja, immer nur nach vorne zu kommen irgendwo und zu laufen und zu laufen, und das Leben zieht einfach an einem vorbei, weil man immer nur wo ankommen möchte. Und dieser Satz, ja, wenn ich dort ankomme, dann erlaube ich es mir, glücklich zu sein, eben auch oft so verankert ist. Ja, also da darf natürlich, wie gesagt, jeder selber beobachten, wo er gerade steht, was da für einen dienlich ist, was sich da gesellschaftlich in diesem Zusammenhang eben da auch noch so ein bisschen problematisch finde, ist gar nicht so dieses, okay, wir wollen wachsen, und da darf dieses Ich und diese Selbstentfaltung auch eine gewisse Rolle spielen, aber dass da so ein krasses Konkurrenzdenken da ist. Ich glaube, das ist halt auch ein Thema, was jetzt vielleicht auch, ich möchte jetzt diese Fass Politik nicht aufmachen, aber wenn ich da jetzt reinschaue, dann sehe ich da halt schon, hey, wir sind nicht ein Land und wir wollen zusammen jetzt Probleme lösen, sondern es ist wie im Kindergarten, und sagst du, ja, nee, meine Idee ist besser und wir sollten es genau so machen. Und dieses Konkurrenzdenken und gegenseitige Ausspielen, so kommen wir halt nicht weiter. Das So ist kommen wir nicht Ablenkung. Am Ende weiter. des Tages ist es alles eine Ablenkung. Ne? Das heißt, eine riesengroße Ablenkung, Und das spaltet dann auch wieder, ja, genau, um irgendwo letztendlich schon, den ja. Großteil der Menschheit einfach ja, in so einer Art Bubble einfach zu halten, zu teilen. Und ja, letztendlich ist halt irgendwo, dass andere davon sogar letztendlich vielleicht profitieren, weil die Menschen halt unglücklich sind, weil die Menschen halt irgendwo ja, negative Energien haben. Und ja, absolut. Und wie gesagt, das sind halt alles so diese Sachen, die man irgendwo erkennen muss und vor allen Dingen in sich selbst erkennen muss, dass halt irgendwo das alles in einem selbst auch existiert. Ne? Das heißt, deswegen habe ich eben gesagt, so darf man natürlich auch nicht in die Opferhaltung oder sowas verfallen, sondern halt leading by example, letztendlich sich auf das konzentrieren, was man selbst beeinflussen kann. Und das ist eine ganze Menge, das ist mehr, als man manchmal denkt. Und oft halt eben kann man nicht nur damit beeinflussen, was man sagt und denkt und macht, sondern oft ist es auch ein Beeinflussen dadurch, was man jetzt einfach ausstrahlt, in dem Sinne, wie man selbst bei sich ankommt, was man selbst halt eben auch fühlt. Und das ist halt, sage ich mal, auch so aus der Balance geraten, weil so viele Menschen heute versuchen, nur durch äußere Handlungen irgendwas zu verändern, ohne dabei zu realisieren, dass es oft halt eben auch so dieses innere Sein, diese Qualität, wie erlebe ich mich selbst gerade eigentlich, dass es das ist, was oft auch zu wirklicher, in Anführungsstrichen, Veränderung oder Vertiefung führen kann. Und auch das ist so ein Shift, den wir ja letztendlich halt irgendwie brauchen, fast schon, um diese Welt letztendlich auch wieder gesunder werden zu lassen, ne? Weil da ist diese Welt ja sehr aus der Balance geraten. Ne? Aber ich gebe dir absolut recht mit diesem Konkurrenzdenken und diesem Kindergarten, gerade auch auf der politischen Bühne. Ja, das ist absoluter, absoluter Kindergarten, ja. So ist es ja. Okay, dann möchte ich dir noch eine positive Abschlussfrage stellen, beziehungsweise nachdem habe ich noch eine persönliche Frage auch an dich, abseits diesem Thema, nicht zwingend, aber jetzt einfach nochmal so die Frage, um da vielleicht aus diesem Thema mit der Positivität herauszugehen, was können wir tun, um einfach ja ein positives Beispiel zu sein und dieses Konzept von gesunder Männlichkeit zu fördern. Was können wir da aktiv tun? Gute Frage. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es heute ganz, ganz wichtig, dass wir, und das hatten wir auch im Gespräch vor diesem Podcast kurz angerissen, dass mehr nicht unbedingt immer besser ist. Ne? Das heißt, ich glaube, heute ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden lernt. So, das heißt, dass man wirklich realisiert, okay, was hat jetzt wirklich mit meinem Leben zu tun?
Und was hat vielleicht insgesamt auch ja, mit einer insgesamten Richtung zu tun, die ich irgendwo beeinflussen kann, die mir dienlich ist? Und was ist am Ende des Tages einfach nur Ablenkung? Und wenn man das wirklich mal macht, dann würde ich sogar mal empfehlen, dass man irgendwie mal für sogar einen ganzen Monat, wenn man das ein bisschen mit Urlaub oder so verbindet, dass man einen ganzen Monat wirklich sich komplett so gut es geht aus dem Internet irgendwie mal zurückzieht. Das heißt, dass man wirklich mal das WLAN aus der Steckdose zieht, nur für das braucht, wofür man es wirklich irgendwo wirklich braucht, um zu kommunizieren oder so. Aber für alles andere einfach mal sich komplett mit seinen Sinnen dort rauszubewegen, um sich dieser Frage wirklich mal zu stellen. Das heißt, was von dem, was ich da sonst so im Alltag den ganzen Tag konsumiere und aufnehme, was davon ist wirklich wesentlich? Und da wird man wahrscheinlich feststellen, dass ein ganz, ganz großer Teil davon nicht wesentlich ist. Ganz im Gegenteil. Es ist, wie gesagt, ablenkend und oft halt irgendwo in eine Art Ohnmacht führend. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich da mit dem Wesentlichen beschäftigen lernt, mit dem, was man halt irgendwie auch innerlich, sage ich mal, ist. Aber auf der anderen Seite halt irgendwo auch lernt, seinen Geist nicht permanent ja, mit so vielem Stuff, mit so vielen Informationen unten zu halten, ne? Das heißt zu belasten. Das ist, glaube ich, die eine Sache, dass man sich da letzten Endes aus diesem ganzen Informations-Overload auch so ein bisschen befreien lernt. Und auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir halt eben dann auch in Beziehung sowohl zu uns selbst als auch zu anderen Menschen lernen, wieder ehrlicher zu sein, ne? Das heißt, dass wir realisieren, okay, fast jeder Mensch hier hat dieselben Päckchen zu tragen. Das heißt, wir haben alle es mit dieser Programmierung in uns zu tun. Wir haben es alle irgendwo auch vielleicht mit Ängsten zu tun. Jeder vielleicht auf seine eigene Art und Weise. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass wir da lernen, mutig zu sein, dass wir immer wieder auf den ersten Schritt gehen und selbst gegenüber ehrlich zu sein, anderen Menschen gegenüber ehrlich zu sein und damit halt eben ja, diese Angst davor, irgendwo vielleicht vermeintlich sein Gesicht verlieren zu können oder sich für irgendwas schämen zu müssen, irgendwas peinlich sein zu müssen oder sonst irgendwas, dass wir die so ein bisschen transformiert bekommen und damit halt irgendwo auch einen neuen Raum ermöglichen, wo wir uns auf einer neuen Ebene begegnen können. Und da hilft es natürlich irgendwo mit sich selbst auch mal, zum Beispiel meditieren zu lernen, vor allen Dingen auch mit dem Körper zu arbeiten, weil da ganz oft vieles gespeichert ist. Das ist bei mir zum Beispiel im Mentoring halt eben so, dass wir da sehr viel mit dem Körper am Anfang arbeiten, wo man halt eben lernt, den Körper mal wieder zu öffnen, zu weiten, zu entspannen, um dann halt irgendwo in sich selbst auch wirklich wieder mehr Raum zu haben. Ne? Das heißt, wo man dann wirklich auch mal wieder entspannen kann. Weil wenn man das nicht hat, dann ist man ja ein ganzes Leben auf der Flucht. Und dementsprechend geht es halt irgendwo vor allen Dingen darum, in Anführungsstrichen auszumisten, nicht noch mehr blöden Stuff und Informationen, sage ich mal, aufzunehmen, die am Ende des Tages gar nichts bringen, sondern das rauszulassen, damit seinen Raum wirklich mal wieder kennenzulernen, zu öffnen, sodass man diesen Raum innerlich hat und dann halt eben mit diesem inneren Raum letztendlich halt irgendwo auch mit Menschen dann wirklich sich auch verbinden lernt und ja, letztendlich halt irgendwo auch wieder eine neue Frequenz erreicht. Ne? Du hast es eben gesagt, in Anführungsstrichen so ein bisschen dieses Ego transformieren, sodass man wirklich auch wieder lernt, von Herzen zu leben, sein Herz zu öffnen, erstmal vielleicht im geschützten Raum, dann immer mehr halt eben auch, ja, ich habe es eben als Riss in der Matrix dann nach außen gehend bezeichnet, aber wie gesagt, erstmal so in seinem Kreis und dann halt irgendwo nach außen gehend und ja, dann letztendlich halt irgendwo dem Mut der Liebe folgen und immer wieder halt irgendwo dann den Austausch suchen und ja, so kleine Oasen entstehen lassen, solange bis die Welt halt irgendwo geheilt ist, in Anführungsstrichen. Ne? Und das kann noch ein langer Weg sein, aber ich glaube halt eben so, dass es da auf jeden Einzelnen ankommt und das ist halt eben für sich selbst auch immer wieder so das, was einen motiviert, so dass man halt eben, wie gesagt, sehr, sehr machtvoll ist und das aber, wenn man sich so überlagern lässt mit Ablenkungen, dass man das gar nicht mehr realisiert. Und wie gesagt, ein Mensch kann da eine Menge beeinflussen und wirklich auch eine Welle in Gang setzen. Das habe ich die letzten Jahre eindrücklich gemerkt, dass wenn man halt eben mutig ist und über Themen spricht und nach außen geht, dass man damit ganz, ganz viele andere Menschen auch positiv beeinflussen kann. Und wie gesagt, weniger ist manchmal mehr, aber dieses weniger dann halt eben wirklich mit einem offenen Herzen halt eben zu akzeptieren, zu transformieren und dann halt, ja, letztendlich halt eben auch ein Leben zu leben, dass man irgendwie spürt, wo es einen denn irgendwie hinzieht. Ne? Das heißt, da auch irgendwie ja, zur Intuition dann zurückzugelangen. Und das geht vor allen Dingen dadurch, dass man diese ganz vielen Ablenkungen in Anführungsstrichen mal eliminiert und wieder zu einer inneren Stimme zurückfindet. Ja. Sehr schön, mega, mega Message. Ja, apropos Message, das wäre jetzt dann auch noch die letzte Frage an dich. Jetzt abseits diesen ganzen Themen muss es nicht sein, je nachdem, was du da auch intuitiv wahrnimmst. So, wenn du eine Message, eine Nachricht an die Menschheit hättest, welche wäre sie?
Gute Frage, ich fühle mal gerade rein. Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, einfach weil ich selbst die letzten Jahre einfach so unglaublich gemerkt habe, ist es tatsächlich so auch, was die sexuelle Energie anbelangt. Das heißt, wirklich wieder zu realisieren, dass wir da in uns letztendlich halt wirklich eine Art Kraftwerk haben, das uns wirklich mit Energie versorgen will und versorgen kann. Und dass auch vor allen Dingen diese sexuelle Energie, bewusst oder unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt, ist ja auch am Ende des Tages auch irrelevant, sehr fehlgeleitet worden ist. Das heißt, dass diese sexuelle Energie im Prinzip nicht mehr wirklich verbunden ist mit Liebe in vielen Fällen, sondern auch einfach nur in Anführungsstrichen mit Begehren und mit einem Verlangen, das am Ende des Tages aber einen auch niemals wirklich erfüllen wird. Und dass man diese sexuelle Energie wirklich mutig erforscht. So, das heißt, dass man wirklich auch irgendwie da die ganzen Ablenkungen mal weglässt, da mal wirklich reinspüren lernt und dann vor allen Dingen auch den Mut hat, wenn man das nächste Mal irgendwie vielleicht auch Sex hat oder sowas, das mal viel bewusster anzugehen. Das heißt, gar nicht so den Fokus irgendwie auf viele Bewegungen und so weiter und so fort zu legen, sondern wirklich auf ein Fühlen. Und wenn man das macht, auch das ist bei mir Mentoring halt eben ein ganz, ganz großes Modul, wird man irgendwann merken, dass da im Inneren wirklich eine ganz tiefe Intelligenz ist, die eigentlich nur darauf wartet, dass sie wieder sich auch mit dem anderen Geschlecht verbinden kann. Das heißt, selbst der eigene Penis in Anführungsstrichen hat eine eigene Intelligenz, ist im Prinzip eine Art eigenes Liebesinstrument, das aber in den meisten Fällen halt eben in den letzten Jahrzehnten oft einfach kollektiv auch missbraucht worden ist. Einfach nur um irgendwelche Fantasien, die auch vollkommen unnatürlich sind, abzubauen, abzureagieren. Und ich glaube, das ist einfach ganz, 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 ganz wegweisend. Das ist zumindest so das, was mein Leben in den letzten Jahren halt wirklich in der Tiefe extrem verändert hat und auch immer noch am Verändern ist, weil ich es immer noch am Erforschen bin. Aber das ist, glaube ich, so die eine Einladung. Und auf der anderen Seite halt wirklich auch diesen Mut zu haben, sich in Anführungsstrichen von seinem eigenen Denken, was man bisher zumindest für sein eigenes Denken gehalten hat, dass man sich davon lösen lernt. Also, dass man sich immer mal wieder die Frage stellt, wer oder was bin ich? Mehr dazu möchte ich gar nicht sagen, aber diese Frage, wer bin ich, kann einen da auch wirklich in eine Freiheit führen, weil man dann merkt, man ist nicht das, für was man sich bisher gehalten hat. Und das gibt halt eben auch eine neue Möglichkeit, sich selbst und andere Menschen neu kennenzulernen und ja, mehr Raum, mehr Freiheit, mehr Liebe auch entstehen zu lassen. Ja, sehr schön. Super, vielen Dank für diese geile Message. Ja, wo könnte ich denn die Leute finden? Du hast ja schon erwähnt, du machst Mentorings. Also, was hast du für Projekte? Möchtest du da noch deine Aufmerksamkeit da auf etwas aufmerksam machen? Genau, bei mir gibt es tendenziell, wenn man jetzt sagt, okay, die Themen klingen für einen selbst interessant, einfach die Möglichkeiten, einen kostenlosen, unverbindlichen Kennenlern-Call zu buchen. Das heißt, in dem geht es wirklich darum, dass ja, man sich erstmal kennenlernt, dass man erstmal reinschnuppern kann. Bei mir gibt es auch die Möglichkeit, erstmal in eine Art unverbindlichen Probemonat reinzustarten. Und bei mir geht es halt wirklich um genau die Themen, die wir hier auch jetzt in diesem Podcast so ein bisschen beleuchtet haben. Das heißt, vor allen Dingen darum, wirklich wieder Mensch zu werden, sich aus Abhängigkeiten zu befreien und dann halt eben seine Sexualität, sein inneres Potenzial wirklich wieder ja, freizulegen und im Prinzip letztendlich wirklich als Mann ja wirklich wieder lieben und positiv leben zu lernen. Das heißt, um genau dieses Gebiet geht es bei mir, ganz egal, wo man da gerade steht. Und genau, finden tut man mich da unter entweder mauriceneo.de, also einfach zusammengeschrieben, oder halt eben meinetwegen auch auf ja, Instagram maurice.neo, wenn man sich da erstmal melden möchte. Und halt auch auf YouTube, wenn man sich erstmal einen Eindruck machen möchte. Auch da heiße ich im Prinzip überall gleich. Das heißt, einfach Maurice Neo eingeben und dann findet man eigentlich alles, was man dazu braucht. Super, werde ich natürlich auch alles verlinken. Alles klar, Maurice. Dann danke ich dir wirklich vielen Herzens für deine Zeit, für deine Energie, für deine Einsichten und deine Expertise, die du dort auch mit uns geteilt hast. Ja, danke dir auch, mein Freund. Also hat sehr, sehr Spaß gemacht, hast echt gute Fragen gestellt und ja, wünsche dir natürlich auch auf diesem Weg alles, alles Gute bei deinen Projekten. Vielen Dank. Dankeschön.